Jo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Flife Universe Video. Heute gucken wir uns zusammen alle neuen Monster an, die es in Flife Universe gibt. Das heißt Monster, die es so in der Form zumindest auf jeden Fall nicht in Flife PC gibt und ja, die irgendwas Besonderes an sich haben oder eben einfach nur neu sind. Und das machen wir über das Flife Universe Wiki Flifepedia. Es gibt mehrere fan erstellte Wikis, leider kein offizielles. Aktuelle Aussage ist, dass es auch kein offizielles geben wird. Das wird quasi auf die Community ausgesourced. Und ja, damit muss man sich jetzt abfinden, sag ich mal. Das ist natürlich nicht an für sich so schlimm, aber das heißt, es gibt keine zentrale Anlaufstelle des Spiels und sowas finde ich immer blöd, wenn man dann sich die Informationen immer selber suchen muss, beziehungsweise jeder guckt halt woanders. Und dann kann es halt eben auch mal passieren, theoretisch zumindest, dass halt die Leute unterschiedliche Informationen erhalten. Weil das in dem Fall wahrscheinlich eher nicht passieren wird, weil die Informationen alle auf der API basieren. Das heißt, das müsste eigentlich alles immer gleich sein, aber ich sage nur rein theoretisch könnte es halt auch mal dazu kommen, dass eben nicht jeder sich das Gleiche anguckt. Und das könnte man halt vermeiden durch ein offizielles Wiki, wo die Informationen in der Regel hundertprozentig korrekt sein sollten. Aber ja, was schauen wir uns jetzt hier als erstes an? Und zwar gibt es eine neue Monstergruppe, also eine komplette neue Art. Also nicht neue Monster an für sich, sondern ein neuer Rang von Monstern. Es gibt ja normalerweise die drei Monstergruppen, Small, Normal und Captain. Oder manchmal heißen sie auch anders, aber vom Prinzip her immer ungefähr gleich, sage ich mal. Und in dem Fall gibt es jetzt aber eine neue Art und die heißt Violet. Und Violet ist in dem Fall so eine Art Giant oder Boss, kann man auch sagen. Und die haben einerseits natürlich wesentlich höhere Werte als die normalen Monster. Also man sieht es jetzt hier, Level 7 mit 17.000 HP. Brauche ich euch, glaube ich, nicht erklären. Aber ja, 17.000 HP für Level 7 ist verdammt viel. Das ist nicht normal mit Level 7. Normalerweise haben Monster auf Level 7 nicht 17.000 HP. Und droppen auch besondere Items. Und davon gibt es von jeder Monstergruppe eins. Also es gibt ein Violet Eyebat, es gibt einen Mushpang, den habe ich jetzt auch noch aufgemacht. Repräsentativ, wie gesagt, die sehen auch ein bisschen umgestaltet aus. Das sind dann natürlich Violet, wie es der Name schon sagt. Und ein kleines bisschen, wie gesagt, anders gestaltet. Aber vom Prinzip her sind es einfach für jede Monstergruppe halt eine weitere Monsterart, eine Ergänzung zu den bestehenden Monstern. Und besonders an denen ist, dass man eine sehr hohe Chance hat, zum Beispiel in dem Fall eine Scroll of S-Product Low zu droppen. Und zwar mit einer Wahrscheinlichkeit von 60-99%. Also jeder zweite Violet Eyebat sollte in der Regel eine Scroll of S-Product Low droppen. Wie gesagt, steht jetzt nur repräsentativ für alle anderen. Dann gibt es noch Scroll of A-Product und S-Product als Drop. Dann gibt es noch Scroll of G-Product, wesentlich geringere Wahrscheinlichkeiten leider. Power Dice kann er droppen. Schmuck, Set-Teile, in dem Fall das war Grantos-Set und so weiter und so fort. Und wie gesagt, das ist eben bei den meisten so, dass die halt einen sehr großen Loot-Table haben. Also ich glaube, einer der höheren hatte, glaube ich, 13 Seiten, wenn ich mich nicht mehr täusche. Also es ist ziemlich interessant, dass es das jetzt gibt, vor allem mit der extrem hohen Chance auf S-Product, aber es ist halt nur eine S-Product-Low. Und kann man hier nochmal kurz erklären, warum so, naja. Decreases Attribute instead of destroying the equipment while upgrading. Da steht gar nicht dabei bei Failure. Aber ja, das heißt quasi, wenn du fehlschlägst, also ich meine klar, destroyed würde es eigentlich nur, wenn es fehlschlägt natürlich, dann geht ein Item nicht kaputt, aber es geht Level Down. Das heißt, Item plus 7 benutzt, oder sagen wir Item plus 5 besser, Item plus 5, Scroll of S-Product Low, schlägt fehl, boom, ist wieder plus 4 zum Beispiel. Und das ist halt die Scroll of S-Product Low. Deswegen ist der Drop cool, dass es fast garantiert ist oder eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit hat. Zumindest Stand jetzt, aber ja, ist jetzt nicht so ultra krass. Aber das sind auf jeden Fall die neuen Violet-Monster, also davon werdet ihr auf jeden Fall vielen begegnen, weil jede Monstergruppe hat, wie gesagt, so eins. Und die lohnen sich auf jeden Fall zu handeln, aber man muss eben aufpassen, sie sind nämlich extrem stark für ihr Level, beziehungsweise extrem stark im Vergleich zu den normalen Monstern. Also man muss sie auf jeden Fall respektieren, genauso wie man normale Giants auch respektiert. Dann haben wir als nächstes einen Small Zendros. Monster ist an für sich nicht neu, gibt es in Flife auch, also zumindest das Model. Aber es ist Level 28 und es fliegt. Also das hat ja auch Flife Universe neu, oder was heißt neu, aber wieder anders als bei Flife, dass sie wieder mehr Wert auf den Flugkampf legen oder überhaupt Flugkampf wieder eine Rolle spielen wird. Denn ich meine, aktuell in Flife gibt es eigentlich nur die Mothbees, das sind die einzigen Flugmonster, die es überhaupt noch gibt. Und die sind komplett irrelevant. Und das ist jetzt hier eben wieder anders. Wir haben einige neue Flugmonster, die gehen wir auch alle hier durch, weil sie alle neu sind sozusagen. Wieder reintroduced in das Game
Und ja, ist aber ein normales Monster. Also hier ist es nicht so, dass man einfach so eine extrem hohe Chance hat auf dem S-Product Low oder so, sondern das sind ja die ganz normalen Items, also normalen Anführungszeichen. Also die Rare-Items sind einfach die besonderen Waffen oder die Set-Teile und so und Schmuck, aber keine Protects oder so. Dann habe ich im ersten Moment, als ich das gesehen habe, mir gedacht, was zum Teufel ist das für ein Vieh? Aber das ist nur ein Recolored Irene. Ich habe extra den Captain hergenommen, weil der eigentlich ziemlich cool aussieht vom Design her. Aber es ist einfach ein Irene, also die Monster, die normalerweise in Darkon 3 nach den Mushpanks kommen. Mushpoys meine ich natürlich. Also diese fliegenden Insekten. Und genau, die wurden hier auch wieder reused. Level 35, auch wieder ein Flugmonster, passt auch ganz gut. Die haben ja sowieso Flügel, die flattern, also die fliegen ja auch tatsächlich in Flyve. Oder da sind sie wahrscheinlich eher am Schweben oder am Floaten oder was auch immer. Aber auch das ist in dem Fall eigentlich ein ganz normales Monster, also nichts Besonderes. Dann haben wir Flybriggen. Die sind in Flyve tatsächlich noch auf der Karte eingezeichnet. Also wenn man M drückt und Monster-Info einblendet, dann sieht man auf Flyve PC tatsächlich die Flybriggen auf der Karte. Die existieren aber nicht im Spiel tatsächlich, nicht mehr. Und die werden natürlich auch hier wieder reintroduced, also hier, wie gesagt, zwischen St. Morning und Garden of Rises befinden die sich und da sind die, wie gesagt, bei unserer Karte auch noch drauf, aber da sind sie nicht mehr und auch die sind ganz normale Monster und wie gesagt, Flugmonster. Das nächste Flugmonster, das wieder eingeführt wird, ist der Rockepeller. Früher habe ich die immer Rockepedia genannt, aber ich weiß auch nicht wieso. Die sind auch zwischen zwei Kontinenten, und zwar zwischen Flaris und Darkon 1. Kennt bestimmt noch jeder, wenn man da früher durchgeflogen ist, dann hat man immer die Rockepeller gesehen. Und hier ist es tatsächlich so, früher, das wurde ich auch tatsächlich im Stream gefragt, jetzt kann ich die Frage nämlich beantworten. Droppt man hier noch geupgradete Plugs? Nein. Der Giant droppt zwar Plugs, aber nur clean und die Mäusen so auch alles clean. Das heißt, geupgradeten Schmuck bekommt man von dem Giant Rockepeller nicht mehr. Also kann man hier nicht mehr farmen. Generelle Items kann man natürlich farmen oder ganz normale Items von einem Boss-Drop oder von einem Giant-Drop besser gesagt. Aber den alten Loot-Table haben sie hier nicht reintroduced. Dann als nächstes haben wir die Flybat-Barbari. Gibt es beides. Nochmal benutzt als Zenma. Finde ich persönlich von den Farben her zumindest ganz cool designt eigentlich. Also es gibt von einem Monster, by the way, immer drei. Ich zeige halt natürlich nur eins, weil sonst wird es ein bisschen zu viel. Ich will keine 47.000 Browser-Tabs aufmachen. Und ja, deswegen zeige ich immer nur eins. Auf jeden Fall, die sind auch ganz cool. Die befinden sich hier über Darkon 1, also über der Stadt Darkon 1, im Gebiet Darkon 1. Und ja, ist ganz cool, mal was Neues zu sehen zumindest, in Anführungszeichen. Aber wie gesagt, richtig neu leider auch hier nicht. Dann haben wir die Longwing. Die sind jetzt mittlerweile schon auf Level 73. Also es ist schon relativ hohe Flugmonster. So hohe Monster gab es in dem Fall noch nie. Kann man bei den anderen natürlich auch sagen, bei Zenma. Aber die befinden sich hier wiederum zwischen Darkon 1 und Flaris. Ein bisschen höher als die Rockepeller. Also hier waren die Rockepeller und jetzt sind wir hier. Die befinden sich da vor dem schwebenden Schloss, das sich ja auch in Flyve Universe befindet. Hat nicht die gleiche Funktion wie in Flyve PC. Und es befindet sich offensichtlich natürlich auch an einer anderen Stelle. Aber hier sind eben noch weitere Flugmonster, die man da killen kann. Dann haben wir als nächstes den Baby Draco. Ein bisschen in anderen Farben. Die sieht man auf der Karte hier in Darkon 3, in dem Lavagebiet von Luya, Kern, Gonguri und so weiter und so fort. Und finde ich, passen ganz gut da rein auf jeden Fall. Persönlich hätte ich sie vielleicht noch ein bisschen näher an den Volcano Dungeon reingebracht, weil es sind ja quasi Drachenbabys. Also ich meine, den Volcano Dungeon gibt es in Flyve Universe nicht, ich weiß, aber ich meine nur rein von der, ja, wie auch immer man es nennen möchte, also hätte ich persönlich einfach als coole Annonce empfunden, aber kann man ja später auch noch machen. Auf jeden Fall Fafnir, hier auch ein weiteres Flugmonster, diesmal auf Level 85 und die besten Drops beschränken sich hier aber leider auch nur aufs normale Set-Teil und so weiter, weil es halt auch ein normales Monster einfach ist. Als nächstes haben wir den Meteonica, aber nicht den normalen Meteonica auf Level 118 aus dem Volcano Dungeon, sondern ein Meteonica Super, also ein Boss-Monster, Level 100, befindet sich in einem Dungeon in der Dekans Mine, um genau zu sein. Location, das ist die Dekans Mine, erkennt denke ich jeder, und hier befindet sich der Boss, in dem Bossraum sozusagen. Hat 81,2 Millionen HP. Genau, ist ein ganz normales Monster. Also in dem Fall ist es kein Flugmonster. Das ist das erste. Ist das das erste? Ne, ist das zweite, glaube ich, nicht Flugmonster, das wir uns heute angeschaut haben.
Zu den Stats noch, hat einen Berserker-Modus, wo er 50% mehr Schaden macht bei 2% HP. Also wenn er noch 2% HP hat, geht er in den Berserk-Modus und macht richtig viel Damage. Und ansonsten eigentlich relativ normale Stats. HP Recovery hat er in dem Fall tatsächlich nicht. Und welche Drops können wir hier von ihm bekommen? Wir haben einmal die Necklaces hier, die früheren CW-Necklaces, also beziehungsweise jetzt aktuell vielleicht PC nur noch über CW erhältlich und natürlich in dem Fall auch Geree. Ja, nicht gereed, ja doch gerebootet quasi mit neuen Effekten, weil die haben in Valve PC geben sie nur MP plus bla 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 und hier haben die immer noch zusätzliche Effekte, wie zum Beispiel MP Recovery oder FP Recovery. Und außerdem droppt man hier die Mythical Silberwaffen, die leider nicht so silber sind, wie wir uns an den Dev-Block erinnern. Und die Sachen droppt man auch in verschiedenen Wertigkeiten, außerdem Set-Teile. Meteor droppt man tatsächlich auch, den habe ich vorhin gar nicht gesehen. Alles Sets plus 6, weil nicht bei dem anderen Schmuck dabei war. Und genau, ansonsten eigentlich nichts mehr wirklich Erwähnenswertes, also einfach noch die ganzen Sets. Power Dice ist natürlich am Stissel und die verschiedenen Karten. Und den Abschluss unserer Liste macht Captain Goruda, Level 101. Wieder ein Flugmonster, wer hätte es erwartet? Spawn befindet sich in dem Fall hier in der Darkon 3 Wüste, beziehungsweise über der Darkon 3 Wüste. Und ja, das war im Endeffekt unsere Liste mit den 9 Monstern. Also die meisten Leute von euch dürften diese Monster noch nie gesehen haben, einschließlich mir. Also zumindest vom Grundprinzip her kenne ich die natürlich schon alle. Leider, tatsächlich ist es kein einziges Monster, kein einziges Model davon tatsächlich neu. Alle sind reused, alle sind recycelt aus Flive PC. Fand ich ein bisschen schade. Vor allem, was war es gleich wieder hier? Hier habe ich halt im ersten Moment gedacht, Alter, haben die so ein riesiges Tentakelvieh oder was weiß ich, was sie da gemacht haben? Und dann habe ich ein bisschen näher hingeschaut und dann auch die normalen Small angeguckt und dann, Moment mal, das sind einfach nur Nereen. Also in dem Fall tatsächlich ein bisschen schade, dass sie nicht tatsächlich neue Monster erfunden haben oder gemacht haben. Aber das hätte vermutlich den Rahmen gesprengt, weil da muss man ja einiges beachten, Hitboxen kreieren, designen überhaupt grundsätzlich und so, das kann man ja später immer noch machen. Aber was sie auf jeden Fall gemacht haben, ist, dass es jetzt in jedem Gebiet eigentlich Flugmonster gibt. Sie haben hier welche hinzugefügt, wo es früher keine gab. Sie haben hier welche hinzugefügt, wo es früher keine gab. Gut, der Rest von Darkon 3 ist tatsächlich ein bisschen leer, was Flugmonster angeht, tatsächlich. Aber zumindest gibt es ja in jedem Gebiet irgendwie irgendwo mal Flugmonster oder vor allem auch mit jedem Level. Also Level 20, 30, 40, 60, 70, 80, 100. Also man kann in jedem oder fast jedem Levelbereich auch mal ein bisschen im Flugmodus fighten, was man halt in Fly FPC, wie gesagt, gar nicht machen kann. Gut, will das unbedingt jeder? Vermutlich nicht, aber sie haben es ja trotzdem auch im Rahmen gehalten. Also ich hätte es jetzt persönlich ein bisschen fragwürdig empfunden, wenn man gesagt hätte, okay, also man könnte ja so behaupten, Fly for Fun, Material, alles ist in den Wolken, alles und jeder muss irgendwie fliegen können. Ja, hätte man ja wirklich so machen können, aber ich glaube, es wäre schon irgendwie weird, wenn man hier aufs Board steigt, in Flares oder auf ein Flugtaxi, wie auch immer. Und dann fliegt man los und alles ist in der Luft, ist voller Monster oder so, weil das wäre auch irgendwie unrealistisch, dass man dann, keine Ahnung, dass man da eine Stadt bauen kann, wenn alles voller Monster ist und dass dann auch die Luftschiffe einfach so, ja, fliegen können und so. Also das wäre, glaube ich, ein bisschen zu overkill. Aber ja, das waren auf jeden Fall schon mal die neuen Monster. Und ich bedanke mich auf jeden Fall recht herzlich fürs Zusehen. Welche davon findet ihr am coolsten? Schreibt es auf jeden Fall in die Kommentare und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, ciao, ciao.